Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. Ich bin Sparkboy, ich grüße euch alle zurück. Ich muss hier direkt mal was am Sound nehmen, weil das ist alles schon so. Auf jeden Fall scheint das Spiel mein Aufnahmeprogramm nicht sonderlich zu mögen, deswegen wundert euch nicht, wenn ihr so kleine Schnitte mit drin habt. Geht halt nicht anders. Ich muss mir das dann später zusammenknüddeln irgendwie. So wie jetzt gerade. Ich habe nur den Sound geändert und zack, bleibt das Spiel hängen, nur weil das Programm aufnimmt. Tut mir echt leid, aber ist leider so. Ja, und damit legen wir dann jetzt direkt los. Liebe Wartezeit. Der hier scheint noch zu leben. Was für ein Glückspilz. Dabei hätte der Tod ihm Ruhe vor den Träumen gebracht. Mal sehen, was Sidorowitsch für dich zahlt. Was hast du zu bieten? Was Hübsches. Ist vom Totenwagen gefallen. Er trägt das Zeichen. Na, du weißt ja, wie das läuft. Leg ihn einfach. Der hier lebt noch. Scheiße! Du verarschst mich! Hol mich die Zone, wenn ich's tu, Mann. Leg ihn hier hin! Ich denke, für den hier gebe ich dir. Also, Gezeichneter, ich habe dich gerettet und werde gar nicht erst so tun, als hätte ich das getan, um in den Himmel zu kommen. Du erledigst ein paar Jobs für mich, dann sind wir quitt. Außerdem ist es bestimmt besser gegen deine Amnesie, wenn du beschäftigt bist. Ich versuche, so viel wie möglich über dein Problem herauszufinden. Es ist mir scheißegal, warum du diesen Strelok finden musst. Ich kümmere mich um meinen Kram. Und solltest du die Absicht haben, ihn zu töten? Nun, dann wirst du schon deine... Was stehst du da so rum? Komm näher, ich beiße nicht. Also, damit ging das Spiel schon sehr interessant los. Du hast die Wahl. Entweder bekommst du die gleiche Gehirnwäsche von mir wie alle Anfänger, oder ich behandle dich wie einen echten Stalker und gebe dir direkt eine Mission.
Naja, ne? Also wir müssen jetzt nicht unbedingt wissen, worum es hier geht. Beziehungsweise wie die Steuerung funktioniert. Ist ja ganz normal, wie SD, linke Maustaste ballern, rechte Maustaste zählen. Ich habe einen Job für dich gezeichnet, Herr. Ich will, dass du einen Stalker namens Nimble findest. Er hatte einige äußerst wichtige Informationen bei sich. In der Nähe der Brücke ist er verschwunden. Finde ihn. Ob tot oder lebendig, ist mir vollkommen egal. Ich brauche den Datenträger mit der Info. Geh zu Wolf im örtlichen Lager und frag ihn. Er weiß mit Sicherheit, wo der Typ sein kann. Alles klar. Damit haben wir unseren ersten Job. Und schauen Nun, uns... schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Und schauen uns direkt mal unsere Umgebung hier an. Na, das sieht doch interessant aus, oder? Wunderschönes Panorama. Wir sind in Tschernobyl. Ja. In Tschernobyl. Auf der Ruhe, im Ответ. Точно, точно. Врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать не вовремя стало. Врачу, что ли, показаться? Блин, так не смешно же. Послать эту зону такой... Komm hierher, wir müssen uns unterhalten. Okay. Не за хрен собачий. Dann sprich, du Sau. Ich werde euch das Ganze nicht vorlesen, das ist mir zu viel Text. Wenn ihr das lesen möchtet, macht kurz Pause, Ich muss die Hintergründe jetzt nicht wissen. Leute, ich schicke jemanden zu euch, also macht euch bereit. Na, was haben wir hier Schönes? Nichts, okay. Так, рукой махну, все смеются, ясно? Dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Typen, den wir jetzt treffen sollen. Na, wir sollen Nimble retten. Der hat irgendwie eine Datendisk oder so, die Sidorovic will. Wir haben sogar jetzt unsere erste Waffe. Und hier hilf mir, Bruder! Nimm das Medkit von dem Toten da! So weit kann ich nicht kriechen! Hilf mir, danke dir, Gezeichneter! Du bist in Ordnung, weißt du? Ich werde im Lager allen erzählen, was du mir geholfen hast. Mit seinem Hubschrauber. Hier, den Dolik haben wir jetzt geholfen. Ein Einzelgänger. Hier gibt es auch verschiedene Gruppierungen. Richtig geile Sache. Und da oben ist schon mal unser Kontaktmann für die Nimble-Rettung. Beruhig dich, Mann. Ich erzähl dir, wie das hier läuft. Ja, hau rein. Also können wir uns jetzt entscheiden, ob wir zusammen losgehen oder alleine. Wir gehen natürlich alleine. Also wir haben ein Messer, eine Pistole und das war's. Und hier soll Nimble dann sein. Dann wollen wir mal sehen. Machen wir uns mal ganz leise ran. Sie haben uns schon entdeckt. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, weg hier. Natürlich, ja, keine guten Waffen am Anfang. Fette Beute hier machen. So, da hat auch noch eine Schredderfunke für uns. Aber langsam ab. Schnell mal heilen. Nochmal nachladen und
Dann rin. Das tat weh. Noch zwei Gegner noch. Aber es ist nur einer. Denn da hinten auf der Map sehen wir schon den Nimble. Und wir haben schon so einiges an Beute gemacht. Alles klar. Das war jetzt auch schon unsere erste Mission. Wir haben uns doch schon mal ganz gut gemacht, ne? Ja, wir spielen jetzt so auf Schwierigkeitsgrad normal, aber ne? Leistung ist Leistung. Oh. Da hat der Herr auch noch ein Artefakt für uns. Das ist doch mal nice. Dann machen wir uns jetzt mal daran, Nimble zu holen. Komm her, Schnurri. Ich schulde dir was, Bruder. Ich kann dir gar nicht genug danken. Na, hast du noch was für uns? Den vollendeten Anzug finden. Machen wir das mal. Zu handeln hat er jetzt nichts. Alles klar. Bis denne. Dann wollen wir jetzt mal unsere Waffen durchgucken. Wir haben eine ganz normale 9mm, wie es aussieht. Wenn das hier 9mm sind. 9x18mm? Ja, okay. Sagen wir einfach mal, es sind 9mm. Alles dieselben Waffen, okay. Nichts davon ist geladen. Sieht doch recht dir. Sieht doch gut aus, oder? Okay, der vollendete Anzug. Der ist auch direkt hier vorne. Okay, okay. Wunderschön, diese Anomalie. Am besten nicht rein. Oh, Hund. Hallo, Wuffel. Oh, Wuffel kaputt. Hab ich Wuffel kaputt gemacht. Das ist aber doof. Das war aber eine große Katze jetzt. Was ist denn mit dir? Na endlich. Dober Hund. Eine Panzerjacke. Okay, die ist ein bisschen besser als unsere. Leider müssen wir die wieder abgeben. Schade aber auch. Ja, was gibt's sonst hier? Wir sind im Gebiet Cordon. Das wäre dieser komplette Schluchtbereich ähnliche hier. Und wir haben auch schon die ersten Versteckeinträge hier. Und wenn ich wüsste, wie man jetzt einen Wegpunkt setzt, würde ich direkt dahin gehen.
Das ist cool. Mutantenhund gegen... Was soll das sein? Schaf? Wäre schön, wenn da mal ein Name beistehen würde. Okay. Das sind einfach Mutantenschafe. Ich kenne den richtigen Namen von denen nicht. Aber mal... Oh, 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 oh. Nee, nee. So, da hinten soll ein Versteck sein. Okay, dicker Eber. Die halten ja nicht viel aus. Da ist was. Okay, einfach nur eine Leiche. Okay, wir haben also eine Waffe mit Schalldämpfer, eine Pistole. Es gibt ja nichts Besseres als einen Schalldämpfer an der Pistole. Mal gucken. Die ist ein bisschen genauer. Nehmen wir doch lieber die, auch wenn die einen dummen Dämpfer hat, den man in der Zone nicht braucht. Aber wofür? Ist doch eh keiner da. Wollen wir Nimmel mal seinen verhinderten Anzug bringen. Hey. Alles klar. Dann jetzt noch zu Sidorovic. Unserem russischen Händler. Oh, hallo. So, das sind die ganz normalen Waffen, die wir sowieso nicht brauchen. Hat der sonst irgendwas? Nee. Nicht schlecht. Hast heute so muss das laufen. Können wir gerade irgendwas nicht gebrauchen? Die Granaten. Wir haben auch Unmengen an Munition, die wir nicht brauchen. Und er hat jetzt nichts Tolles, ne? Nee. Was ist das für ein Sch... Nehmen wir mal hier erstmal ein paar kleinere Aufträge an. Dann mal gute Jagd, Stalker. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn da schon hinkommen, du Nasenbär? Dann befreien wir erstmal die Gegend. Ah. Gucken wir uns jetzt nochmal da an. Was ist da? Das sieht interessant aus.